Ein freundliches Hallo zurück bei Sid Meier's Civilization 6. Jetzt ist 14. November, 1.04 Uhr. Ja, das ist jetzt einfach die Uhrzeit, um Civilization aufzunehmen. Nachts bin ich am besten. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet nach 12 meine Uhrzeit zum Aufnehmen ist. So. Ah. Den habe ich dahin geschickt. Ich nehme nicht an, dass ich dies tat, weil ich hier einen Bauernhof hinbauen wollte. Das ist mal mein Schläfchen. Vielleicht kriege ich das Salpeter da hinten, man weiß es nicht. Cool wär's. Ich kann ja mal gucken. Ja. Bevor sich der blöde Alexander das krallt. So weit kommt's noch. Hey, die schießen auf meine Bombarde. Sacknasen. Ich glaub, sackt. Die schießen ja auch auf meine Bombarde. Das sind ja auch Sacknasen. Ach guck, ja, wir sind immer noch genauso weit wie beim letzten Mal. Wir weigern uns, den Friedensantrag Kyros zu akzeptieren. Warum? Die Wissenschaft verdankt der Dampfmaschine mehr als die Dampfmaschine der Wissenschaft. Weil wir eine Dampfmaschine haben. Ja. Ja, das ist doch nice. Und was folgt auf die Dampfmaschine? Nur noch hab zwei Festungen, die habe ich halt immer noch nicht. Könnte ich aber mich gleich mal drum kümmern. Die Elektrizität. Bringt mir das U-Boot. Habt drei Freibeuter, ich hab nicht einen. Ja, öffnen wir doch mal den Technologiebaum und schauen doch mal, was wir erforschen müssen, um den Gegner richtig fett auf die Fresse zu geben. Militärwissenschaft. 6 Runden. Ja, es ist die Ballistik, meine Damen und Herren. Ich hab 3 Musketiere, das haben wir schon. Die Normbauteile für die Infanterie. Ich würde gerne Panzer rollen lassen, muss ich ehrlich gestehen. Verbrennungsmotor, ja. Die Kleinheiten mit einem Ritter, habe ich das mal gemacht? Ja, sonst wäre das hier nicht halb voll. Salpetermine ist auch schon voll. Das ist alles schon erledigt. Es fehlt nur der Druck. Dann machen wir das doch. Produktion wählen. Mittelalterliche Mauern. Ich gehe erstmal auf den. Boah, da kann mir hier eine Festung nämlich hinklatschen. Zack. Und dann machst du mir doch einfach mal, weil du das so gut kannst, noch so ein Militärpionier. Der kann mir dann auch gleich nochmal eine Festung bauen, sobald er fertig ist. Das wäre doch witzig. So, Köln hat einen Kornspeicher. Ach, ich habe mich ja nach Amiland gesiedelt. Dann braucht der hier jetzt eigentlich ganz dringend mal einen... Du scheiße Handwerker. Ja, auch wenn's lange dauert. Mal gucken, in 2 Runden sind wir hier schon bei 5. Vielleicht geht's dann schneller. So, ach, Passargarde, was bist du denn für eine Stadt? Gehörst du etwa mir? Das ist ja... Was, 65 Runden für ein Archäologisch? Bist du wahnsinnig. Oh, mein Kornspeicher. Ich glaube, das wird dir gut tun. Ach, guck mal, eine Bombarde. Ach, sehr witzig. Feuer frei! Und blauer Balken. Oh, das ist ja
Asaprozek. Atuja. Was war schon mit euch? Weiß man nicht. Ach, ihr könnt eigentlich mal Pause machen. Was soll das denn? Ach, eine indonesische Galeere. Ach, mit denen bin ich ja auch im Krieg. Hab ich ja ganz vergessen. Ach, hoppla. Ups. Was ist denn hier passiert? Kabul. Kabul tut mir nichts. Aber da ist ein Katapult. Oh, da war ein Katapult. Hm, ja, gut, okay. Das wäre, glaube ich, noch zu früh. Das wäre noch zu früh. Ihr wartet mal noch ein bisschen. Lass doch erstmal die Bombarde hier ein bisschen roden. Flop. Dann geht's hier nicht mehr so gut. Sag mal, wie sieht's denn jetzt aus? Abad-Situation. Nein, nein, das wollen wir nicht. Spazieren hier rum und reparieren. Die stehen jetzt einfach da und denken sich, huch, was ist denn hier los? Dann geht halt wieder nach Hause. Und hier, die sind halt auch einfach noch nicht dran. Na gut. Oh. Hm. Die Waffenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift: Glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt. Ja. Ah, Venedig. Ja, wenn man in Zeiten des Krieges darauf achtet. Hoppla. Dass jederzeit Krieg sein könnte. Dann ist man gut geschützt. So. Hm. Production. Production. Sag mal, Hatusha, wem bist du eigentlich gerade geneigt? Ich hab's vergessen. Sagen Sie mal. Ach, mir. Das ist ja witzig. Ja, wenn du Bock hast, versenk doch dem Alexander mal ein bisschen sein Zeug. Ne, lässt du mal meine Bombarde in Ruhe. Das ist ja unverschämt. Ja, reich werde ich davon nicht, aber meine Güte. Dass sie gleich einen feigen Rückzieher macht, nachdem ich ein Boot von ihr versenkt habe. Klingt jetzt auch ein bisschen traurig, aber gut. So, ach, ihr seid's. Nee, nee, ich muss schon erst einmal hier, Hawk. Deutender Sieg? Ist das so? Ja, so bedeutend war das jetzt nicht. Aber es war okay. Ein
ägyptische Missionar, den lassen wir mal schön in Ruhe. Da kommt ihr, verschanzt euch mal, macht euch mal heile, heile Gänschen. Die brauchen mal Kampfstärke bei Verteidigung, die werden hier nämlich gerade ein bisschen hart gefistet. Musketiere gegen Musketiere. Aber der Alexander hat Kampfmalus, weil der hat ja angegriffen. So, muss auf einem Wunder sein, das gebaut wird. Das ist nett. Ich habe, glaube ich, gerade keins in Auftrag. Deswegen stelle ich den jetzt erstmal zur Seite, bis es dann soweit ist. Panzerschiff. Kann man ein bisschen bombardieren. Ein bisschen aufs Fresschen geben. So, der ist jetzt angeschlagen und der ist auf Verteidigung. Der müsste das jetzt halten. Der hat es ja eben schon gehalten, als sie noch stärker waren. Dafür stehen die jetzt hier in Schussnähe. Oh. Ja, Salpeter nehmen wir doch gerne mit. So, jetzt aber. Eine Allianz mit Ägypten. Oh, ich stehe ja im Krieg mit Peter. Ja, wieso habe ich das denn nicht mitgekriegt? Ja, mach dich mal bereit. So. Hier schießt mir hier mal wieder ein bisschen die Verteidigung kaputt. Die repariert mir ein bisschen mal da. Wer jetzt hier baut. Ja, hier machen wir da mal Päuschen, ne? Könnte ich jetzt befördern. Könnt aber auch einfach weiter auf die Leute schießen. Bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Angriff ineffektiv gegen den Scheißhändler. Dann schießen wir den mal weg. Der hat eh genervt. Ach nein, halt, komm. Gönn dir mal erstmal ein bisschen Heilung, ne? Wir haben ja jetzt keinen Stress. Wir haben es ja nicht eilig, ne? Der Alexander wird schon früh genug sterben. Guck mal, der kloppt sich jetzt hier noch ein bisschen mit Hattusha. Der möchte uns hier Passargarde übergeben. Aber ich sehe es gar nicht ein. Ich finde den Kyros. Den kann man ruhig platt machen. Wenigstens noch ein bisschen platter, als er jetzt im Moment ist. Ich finde, platt sieht er ganz lustig aus. So. Da ist irgendwie mal ein Wunderbau schiefgegangen, wie es aussieht. So, das ist jetzt alles repariert. Dann gehen wir mal darüber und holen uns gleich mal die Schafe.
So, der könnte immer noch, aber der könnte auch genauso gut weiter auf Tuspa schießen. Oh, du bist ja nicht immer ganz knusper in Tuspa. Hau ab, Junge. Hoppla. Was ist denn da passiert? So, jetzt zieht euch mal zurück. Und ihr macht dieses Spielchen einfach mal lustig fröhlich weiter. Hoppla. Eure Verteidigung geht's nicht so gut. Du kannst dir gerade nichts machen. Du machst Päuschen. So, mein Panzerschiff ist wieder ganz. Laventa. Ich bin doch mit Laventa nicht im Krieg, oder? Oder gehört Laventa etwa zum Herrn? Ach, guck, Laventa gehört zu Peter. Ja, dann. Ja, dann, wenn Laventa hier mit Peter sympathisiert. Versucht er mit normalen Kanonen auf. Und Kanonen auf Spatzen zu schießen. Naja. Da hinten hat er auch noch drei Städte. Mhm. Ich könnte ihn jetzt natürlich in Ruhe lassen, ne? Sagen, gut, komm. Seine Hauptstadt hat er verloren. Ist da hinten. Was soll's? Ich überleg's mir. So, ich repariere auf jeden Fall erstmal den Kornspeicher. Ist ja von der Produktion her eigentlich ganz cool. So, ach, guck mal. Kann nach Bewegung angreifen. Ja, Kyros Nemesis ist auf dem Vormarsch. So, hier haben wir eine Bibliothek abgeschlossen. Ach ja, wir kümmern uns mal ein bisschen um das Wohlergehen von Berlin. Das finde ich auch an sich ganz gut. Hier ging es ja schon die ganze Zeit nicht so gut, ne? Ich klatsch dem Alexander ein Lager vor die Nase. Ach, schön. So, ach, das ist die Bombardos. Bombardos, Knackos, Pelos. Diese Sabalt hat keine Verteidigung mehr. So, die haben auch eine Beförderung. Klippen erklimmen, Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe, machen wir mal. So, den können wir jetzt auch einen Namen geben. Die haben nämlich jetzt auch zwei Verbesserungen. Und das sind die. Ja, die haben jetzt keine Spezialisierung. Nennen sie mal. Wie nenne ich sie denn mal? Ja. Ja. Komm. Für ein Henne. Kai-Uwe Schnitzel. Tuspa braucht Nahrung. Ja, die haben doch hier Krabben. Wir sollen jetzt mal nicht so rumheulen. So, ihr müsst euch ganz dringend mal auskurieren. Euch geht's nicht so gut. Und dem geht's zu gut. Der kann jetzt mal abhauen hier. So, tschüss.
Ja. Gefällt mir, würde ich sagen. Machen wir weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.